Und schön auf Außen durchgesetzt. Berlin verkürzt nochmal auf 33:28 durch Rochlitz. Aber sie stehen jetzt offensiv mehr Platz am Kreis da für die Schwerinerinnen. Barlau versucht sich da durchzusetzen. Und jetzt ist abgepfiffen. Bevor der Freiwurf jetzt zur Ausführung kommt, Zeit aus, Zeit genommen vom Grün-Weiß Schwerin. Andreas Bartler auch nochmal mit den letzten Instruktionen für die letzten 1 Minute und 18 Sekunden in der Reiferbahn-Sporthalle. Bartler auch scheitert da wieder am Block der Berlinerinnen, aber es geht munter weiter. Wieder auf Bartler und der geht an den Pfosten. Berlinerin jetzt mit dem schnellen Angriff, klasse an den Kreis gespielt. Der Ball geht an die Latte. Und da wird festgehalten, befreit sich. Dafür müssen nun beide vom Feld. Joda Benk für Grün-Weiß-Schwerin und Stefanie Ochlet auf Seiten des Berliner TSC. Für Benk ist es die dritte 2-Minuten-Strafe gleichbedeutend mit der roten Karte. 49 Sekunden vor Ende dieses Spiels. Kirchner Anspiel von Künze scheitert an Agnes Schwarz. So gehen die letzten 30 Sekunden. Ballbesitz Berliner TSC. Und da hat sie sich klasse durchgesetzt. Julia Goldhagen zum 33:29. 10 Sekunden sind es noch auf der Uhr. Es gibt es noch einmal Freiburg für Grün-Weiß Schwerin. Kieschner nochmal mit dem Wurfversuch, abgeblockt. Und das war's hier in der Reiferbahn-Sporthalle. Grün-Weiß-Schwerin gewinnt gegen den Berliner TSC mit 33:29.
So, wir melden uns heute noch mal kurz nach dem Spiel. Grün-Weiß Schwerin, letzte Heimspiel in der Sporthalle an der Reiferbahn, genannt die Hölle. Es gab einen Sieg 33 zu 29, 28. Leider ist die Anzeigetafel aus. Aber der Sieg war zum Schluss deutlich. In der zweiten Halbzeit konnte man den Berliner TSC, ich will es nicht sagen, aber fast an die Wand spielen. Und ich begrüße natürlich hier nochmal neben mir Thorsten Fitchenoy. Thorsten ist hier der Präsident bei Grün-Weiß. Vielleicht ganz kurz nochmal eine Meldung nach dem Spiel und dann vielleicht ein Resümee, wie die Saison gelaufen ist. Ganz unzufrieden könnt ihr eigentlich gar nicht.